So, ich würde sagen, wir schauen uns hier noch das Statement auf dem Rapcheck-Kanal an. Bewertung spricht auf jeden Fall auch für sich, geht knapp 2 Minuten. Und ja, ich würde mal sagen, wir hören auf jeden Fall mal kurz rein. Vor ein paar Tagen habe ich auf meinem Kanal Big Memo ein Statement online gestellt, wie es in der Rap-Welt aussieht. Viele von den Rappern haben sich gemeldet und viele haben mir recht gegeben. Viele von denen aber auch ignoriert und sind einfach gegangen. Doch 3 Tage später hat sich leider immer noch nichts geändert. Hier ein kleines Beispiel. Ich erhalte ständig Nachrichten von den Rap-Check-Zuschauern, dass es in Instagram ein Video über Enno gibt. Und weil ich wirklich ein gutgläubiger Mensch bin... Also das ist das Video höchstwahrscheinlich, wo er den Fan geklatscht hat. Okay, das ist über Insta rausgekommen, krass, okay. Ich hab's auch gesehen, aber da war's, ja gut, Mois hat ein Video drüber gemacht und, in YouTube ist halt. Bin und immer nur das Beste möchte für alle Beteiligten und natürlich auch um Enno nicht zu schaden, denn er hat mir wirklich bis jetzt noch nie was getan, habe ich das Management angeschrieben und gefragt, ob das Video ein Fake sei oder nicht. Natürlich hieß es wie immer, ist ein Fake, wie dieser Screenshot beweist. Ich bekomme heute ständig so ein Video von Enno, der angeblich 2 Jungs geschlagen hat. Das Video ist Fake, oder? Würde das nämlich gerne im Video dann klarstellen bei Rapcheck. Fake, bitte nicht groß machen. Okay, höchstwahrscheinlich hat der Ding Chatar gefragt. Nur um euch das noch ein bisschen verständlicher zu machen. Mois hat nicht gefragt und hat trotzdem ein Video gemacht. Nachdem ja, das Video online... Mois hat war richtig Eier. Vor allem, weil der ein Video mal hochgeladen hatte, wo der gezeigt hat, dass wieder eine Anzeige reingekommen ist, so eine Unterlassungsklage, dass er seinen Namen nicht mehr erwähnen soll, also von einem bestimmten Rapper. Und dann habe ich einen Screenshot gemacht und habe ein bisschen hingezoomt, habe gesehen, okay, das war das Hype Awards Video. Und im Hype Awards Video, wem sein Name hatte da erwähnt, wisst ihr, als Fan sind nicht viele Namen gefallen. Habe ich mir so gedacht, okay, kommt so Enno in Frage. Und jetzt hat der wieder ein Video gemacht über Enno. Also wenn er damit gemeint ist, dann hat er schon richtig Eier. Dann hat der richtig Eier. War, habe ich es irgendwie durch Zufall gesehen und habe Mois angerufen und gefragt. Während ich versucht habe, wenigstens da ein bisschen entgegenzukommen, wurde mir trotzdem gesagt, dass wenn ich ein Video davon mache, es gesperrt wird. Schaut euch mal bitte noch einmal mein Statement. Aua, guck mal hier. Drohung, wenn du ein Video machst, sperre ich das. Da wird schon was dran sein, wisst ihr, was ich meine? Das ist so oder so echt, man hört ja seine Stimme und so. Und keine Ahnung, dieser Junge hat gesagt, Alter, der hat mich geklatscht. Da wird's ja nicht selber sagen. Dann und sagt mir, ich lüge euch an, wenn ich euch sage, so funktioniert die Rap-Welt. Und so waren die letzten 2 Jahre bei Rapcheck. Jetzt abgesehen von diesem Enno-Beitrag. Ich werde das Video nicht einblenden oder sonst was. Aber jedes Mal, wenn es kritischer wird, wird mir gesagt, dass man mich sperrt. Positive News darf ich 100 Stück am Tag hochladen. Aber wenn es etwas ernster wird, wird... Ja, man, das grenzt schon an, keine Ahnung, Erpressung. Aber normal, alle Medien sind so beeinflusst. Wisst ihr, was ich meine? Alles getan, um das zu stoppen. Doch damit ist nun Schluss. Geht gerne auf meinem Kanal Big Memo. Schaut euch das Statement an, was ich dort erzähle. Und morgen werde ich noch eins hochladen. Und wenn es so weitergeht, werde ich fast jeden Tag etwas preisgeben. Damit ihr einfach versteht, wie es funktioniert in dieser Rap-Welt. Und wie man mit mir all die letzten 2 Jahre umgegangen ist. Ich respektiere wirklich jeden einzelnen von denen. Und gebe so viel. Aber ich bekomme nichts. Und ich heule hier nicht rum, weil ich nichts zurückbekomme oder sonst was. Es geht hier nur um den Respekt. Aber versteht das bitte nicht falsch. Wenn ich Respekt gebe, dann erwarte ich wenigstens ein bisschen Respekt. Okay. Krass. Enno Klatsch-Fan. Mois kann ich euch jetzt sagen. Wieso soll Mois fragen? Hä, ist Enno irgendwas Besonderes oder was? Bester Kommentar, Digga. Naja, krass. Ja, aber ist ja klar, dass hier alles fake ist in dieser Rap-Welt. Wer Mois verfolgt, der weiß schon, wie das läuft, was da abgeht. Falsche Szene, Digga.